Schmiede ist ganz einfach und ganz kompliziert gleichzeitig. Es ist nichts anderes wie eine 10-tages Zusammenkommen von mittlerweile 350 Kreativen aus mittlerweile 30 Ländern. Wir machen das seit 14 Jahren jetzt. Es war eine Problemlösung. Wir hatten ein großes Projekt 2002, der Paul Estrella, der Philipp Assiba und ich. Und wir haben versucht, das zu pitchen, das in die Wege zu leiten, sind daran gescheitert, kamen aber zu der Konsequenz, dass nicht wir gescheitert sind, sondern eigentlich, dass wir uns niemand in unseren jungen Jahren das abgenommen hat, dass wir diese Komplexität hinstellen können. Und ja, und daraufhin war die Konsequenz sehr einfach. Wir brauchen einen Platz, wo man einen Prototypen bauen kann. Wir haben angefangen mit 70 Teilnehmern, jetzt sind wir auf 350 Teilnehmern. Ich kann nur zufrieden sein. Die Herausforderung für mich ist einerseits natürlich Gruppendynamiken zu lernen, Teams zu verstehen, mein eigenes Team zu bewegen, die Teilnehmer zu kontrollieren oder eben nicht zu kontrollieren und Erwartungshaltungen, die motivieren, aufzubauen. Aber trotzdem immer ein Auge darauf zu halten, dass die Erfolgserlebnisse vorhanden bleiben. Aus meiner Wahrnehmung geht es fast immer ums Team. Es geht darum, wie du mit dem Team umgehen kannst. Die Idee ist wichtig, aber 99% besteht aus Schweiß. Und das sollte man nie vergessen. Weil ich neue Plätze aufmache, mich mit innovativen Ideen auseinandersetze und es mir Spaß macht, mit vielen Menschen zu arbeiten und die voranzubringen.